Ein freundliches Guten Tag, hallo, ich begrüße euch alle herzlich zu einer weiteren Folge von Rom 2. Müsste jetzt die sechste Folge sein. Und wir erobern weiter mit Germania die Welt. Okay, das war jetzt gerade mein Handy. Ich habe... Oh, Entschuldigung. Ich habe gerade mein Handy gestartet, um halt... den Timer wieder zu stellen, damit ich nicht das schon wieder vergesse. Und dann mache ich jetzt noch Ton aus, damit das jetzt nicht zu extrem wird. So. Und dann, was hatten wir jetzt geplant? Wir wollten unseren ehemaligen Freund, glaube ich, angreifen, haben dafür sogar einen schlechten Ruf. Nee, Felsenfest. Haben wir den nicht angegriffen? Ich glaube, wir wollten den noch angreifen oder so, war es doch, ne? Ne, wir sind im Krieg. Eure Verlässlichkeit? Felsenfest, felsenfest. Okay, okay, das bedeutet... Ich glaube, das ist darauf bezogen, wie man zueinander steht. Naja, wir werden das schon schaffen. Und dann... Wir haben hier noch eine weitere Armee. Die... Warum sind jetzt hier eigentlich... Ach so, das bedeutet das. Aber oh, Moment, Moment. Ne? Ah! Okay, okay, okay. Das übersteigt die Kosten. Das bedeutet jetzt gerade für mich, ich kann diese Kerle... Bonus der Stufe 1, gehen wir mal. Und zwei auf einmal kann ich das nicht machen, oder was? Wie bescheuert ist das denn? Dann gehen wir mal durch. Oh, Nahkampfangriff wird um 1 erhöht. Naja, also der Burner ist das jetzt nicht, aber ist es nett. So. Der Agent, das ist... Was bist du denn über... Black? Was bist du denn überhaupt? Was habe ich denn hier drin? Ein Kriegsherrn. Der war doch für die Ausbildung zuständig, oder? Genau, da würde ich behaupten, mal ganz frech, Hingabe wäre bei dem nicht schlecht. Ne? Hingabe. Streiter. Hingabe, so, was haben wir noch? Wir hatten, glaube ich, hier... keine große Armee. Wir haben auch nur 800 Einkommen. Ich glaube, wir hatten ja letztens sogar eine Armee auflösen müssen. Haben wir keine Armee im Osten? Das kann doch nicht sein. Oder wollte ich hier diese Armee jetzt ausheben? Moment. Nee. Ja, eins. Zwei Armeen haben wir. Wo ist unsere andere? Wir haben da noch... Ah! Ich wollte gerade sagen, wir haben da noch irgendwo was stehen. Gut. Da marschieren wir mal in den Osten mit. Wir wollten ja hier hinten als einnehmen, wollten das hier oben einnehmen. Und jetzt würde ich sagen, nächste Runde. Da lassen wir nochmal laufen. Rom ist dran. Und... Ja. Es dauert was. Ich glaube, ich mache kurz wieder Pause, damit ihr nicht so lange warten müsst. Bis gleich. So. Feind verwundet. Ein feindlicher Agent wurde bei fast... Okay.
Dieper Mann. Und du bist also das Arschloch, was mich meint, jetzt hier angreifen zu müssen. Manipulieren. Schildjungfer. Was ist denn das hier? Überzeugen. Immer jeweils meiner Sache sich anzuschließen. Okay, Attentat ist teurer. Aber will ich diese Schildjungfer? Wie viel kostet... Ah ne, warte, ich glaube mal, Agenten zu rekrutieren kostet 1000. Ich würde behaupten, dieser Versuchung, ne? 95% klingt ja gut. Ah, super. Gegnerischer Fortschritt behindert. Das interessiert mich eigentlich relativ wenig. Also den auf meine Seite zu bringen, das wäre was gewesen, aber... So... Pff, ist mir das eigentlich wurscht. Ihr... Minus 11. Plus 11. Militärpräsenz ist 8. Plus 3, dann brauche ich den ja gar nicht mehr hier. Und ich kann ihn weiter verbessern. Obwohl das auch Schwachsinn ist. Also diese Anfangstruppen verbessere ich auf jeden Fall nicht. Weil, wofür? Ich bin hier im gegnerischen Gebiet drin. Dann wird das, ja genau, wird wahrscheinlich hier nicht möglich sein. Und hier haben wir anscheinend eine legendäre Schlacht geschlagen oder sowas. Das waren ja diese Äxte, die haben wir ja auch hier eine kleben. Und was machen wir mit unserem Geld? Wir haben jetzt 500 verprasselt und haben fast nichts mehr. Bedeutet, wir können eigentlich auch nichts tun. Ja. Hab ich die Zeit wieder weitergemacht? Ich glaube, wenn ich dann die Pause eben rausnehme... Ja, nee, doch, habe ich weitergemacht. Gut. Handel wäre trotzdem nicht schlecht. Warum hast du uns denn? Kulturelle Abneigung. Wir sind doch vom selben Blute. Warum haben wir denn eine kulturelle Abneigung? Das verstehe ich gerade nicht. Die ganzen Dinger will ich ja einnehmen. Bedeutet, ich könnte nach hier gute Beziehungen pflegen. Obwohl, wenn ich später nach Italien marschieren will, ne? Was haben wir denn hier? Kulturelle Abneigung 10. Eine flatternde Zunge, die ohne Weisheit spricht, ist nicht willkommen. Seid wie die Spitze eines Speers. Kommt auf den Punkt. Der Handel. Seid gegrüßt, mein Freund. Handelsabkommen. Ah, meine Fresse, ey. Dass man mit den Germanen mit niemandem handeln kann. Das ist so nervig. Oh, eventuell können wir aber mit denen handeln, ne? Weil die Ikener scheinen ja schon ganz... Ne, das sind gar nicht die Ikener da oben. Die Briganten. Okay. Diplomatie. Ah, vielleicht können wir ja mit den Ikenern handeln. Seid gegrüßt, mein Freund. Setzt euch und regt mich mit euren Worten zu... Nein, die wollen auch nicht. Wollt ihr die Feinde von denen? Wir hören uns eure Angebote gern an, aber wickelt sie nicht in Lügen ein. Nee, jetzt könnt ihr mich mal am Arsch lecken. Und ich mache jetzt nächste Runde und ich will jetzt hier da gleich angreifen. Hier mit dem ziehe ich nach hier, dann werde ich mit dem... Hier brauche ich 3 Runden, aber wahrscheinlich brauche ich zum Wasserlassen auch nochmal ein bisschen was, ne? Obwohl... Ich kann ja dann da landen und denen dann den Krieg erklären. Genau. So machen wir das und dann haben wir direkt in der nächsten... Ne, in 2 Runden 2 Städte erobert. Und... Und sind den Römern auf jeden Fall jetzt schon mal einen Schritt voraus.
sobald sie meinen, uns den Krieg zu erklären zu müssen, was sie jetzt natürlich nicht mehr schaffen werden. Beziehungsweise schon schaffen, aber sie werden uns nicht mehr besiegen können. Aber naja. Was ich jedenfalls auch gelesen habe, bei den Erfolgen ist drin, dass, wenn man Rom plündert, einen Erfolg bekommt, den werde ich mir auf jeden Fall schnappen, als Germane. Es muss einfach sein, Rom zu plündern, auch wenn das natürlich damals eine sehr schöne Stadt war und die Römer sehr viel Kultur verbreitet haben. Wir sind aber die Germanen und wir hassen aus Prinzip die Römer und die zivilen, beziehungsweise die ja, zivilisierten Kulturen und wollen nur Krieg führen. So, Runde vorbei. Rang erhöht. Rekrutiert. Interessiert mich nicht. Also ich rekrutiere einen Spion, wenn ich das möchte. So, was haben wir denn hier? Autorität. Du bist eine Schildjungfer. Eine Schildjungfer. Die muss Hingabe haben. Gehe ich gerade mal von aus. So. Jetzt können wir mit der Armee auch weiter marschieren. Und könnten eigentlich schon fast einen Zwei-Fronten-Krieg hier führen. Wenn wir einmal eine Armee nach da oben schicken. Und eine Armee nach hier schicken. Und dann haben wir hier diese beiden Dinger relativ fix erobert. Haben ja genug Truppen. So. Vom Wasser aus würde ich jetzt halt versuchen, nicht wirklich anzugreifen, weil da ist die Flotte jetzt nicht gerade unterlegen gegenüber meiner. Besonders da ich jetzt halt keine Kampfschiffe dabei habe. Motivierte Bevölkerung. Juhu. Sind glücklich. Steuersatz und Wachstum. Was bringst du mir? Nahrungsminus. Dafür aber Geld. Oh, warum nicht? Bauen wir den Schrein des Odi. Oh. Und, ja, nee, hier müssen wir jetzt doch noch zwei Runden warten. Und hier diesen Kampf, den wir locker gewinnen werden. Oh, der General ist aber eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wir gucken mal. Vielleicht erkennt er ja unsere Stärke an, dann brauchen wir gar nicht kämpfen. Wir verlieren keine Truppen, obwohl bringt uns aber Erfahrung. Aber ist egal. Wir sind ja eine Konföderation. Ja, die Konföderation wird sich nicht über den nächsten wieder erweitern, also das nächste Mitglied erweitern. Und machen jetzt noch die nächste Runde. Geht ja alles recht schnell. Was ich auch gerade gesehen habe, unser Einkommen hat sich auch etwas erhöht um 500. Ich weiß jetzt nicht wieso, aber... ich nehme das gerne an. 500 Gold ist 500 Gold. Oder was die Währung des Germanischen, was auch immer war. Normalerweise war das ja eher Tauschhandel und ja, doch ein paar römische oder keltische. Ach scheiße, jetzt habe ich den Keller unten vergessen. Das hätte auch böse enden können. Der hätte jetzt auch verrecken können. Ich muss auf jeden Fall jetzt gleich mal da unten gucken, dass ich meinen Agenten dazu benutze, den nochmal zu manipulieren. Um den auf meine Seite zu ziehen. Weil die Schildjungfer hatte ja schon, glaube ich, zwei Erfahrung und die Dinger kosten ja ein bisschen. Und wenn ich das für 500 diese Tuse jetzt auf meine Seite ziehen kann, wäre das schon nicht schlecht. Endlich wieder durch. Verschleiß, bla bla bla. Wo ist denn dieser Agent, der hier war? Das ist doof. Gut, jetzt müssen wir Politiken erforschen, beziehungsweise... ah, machen wir das hier. Wir müssen ein bisschen was tacken. So, hier haben wir das jetzt auch fertig. Gehen jetzt nach hier.
Und was ich gerade sehe, wir sind nicht mal einer zu geringen Streitmacht gegenüber. 1600 Mann. Ah, okay, wir haben 1000 Mann mehr. Ich habe aber mit einer größeren Überlegenheit gerechnet. Automatisch oder selber? Ach komm, das machen wir automatisch. Automatisch funktioniert wohl nicht. Dann starten wir selber diesen Belagerungsangriff und werden diese Stadt dem Erdboden, nicht dem Erdboden gleich machen, aber wir werden sie uns einverleiben. Sollte ja schon zu schaffen sein mit unserer glorreichen Barbarenarmee. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer auftaucht oder... ob das ein allgemeines Ding hier ist, ich weiß es nicht. Oder ob das wirklich auf mich bezogen ist. Dass das zu hoch wäre. Gut, ich weiß, dass mein Computer eigentlich noch in Ordnung ist. Aber der ist jetzt auch schon ein, zwei Jahre alt. Also, ich glaube zwei in dem Sinne, weil ich ihn immer aufgewertet. Müsste ich mal gucken. Sowieso ein neuer Computer wäre für euch auch mal ganz schön schick. Dann habt ihr eine viel bessere Qualität eventuell. Und naja. Dann gucken wir jetzt erstmal an. Wie marschieren wir denn da rein? Das ist auf einer Hügelkuppe. Nicht gut vor uns. Dann würde ich behaupten, ich marschiere... Warte, ich muss aber hier unten hin, ne? Dann kann mir die Hügelkuppe eigentlich ja scheißegal sein. Ich könnte ja meine Armeen über zwei Seiten schicken. Einmal hier durch und hier durch. Und sollte dann relativ schnell da durchstoßen. So. Kavallerie habe ich ja leider nicht dabei, außer mein General. Hier haben wir was. Dann haben wir nochmal Speere. Zwei Stück pro Flanke. Beziehungsweise drei Stück. Hier hat er einmal drei, da zwei. Und hier haben wir total viele, viele Plänkler. Ich weiß nicht, wieso ich hier so viele Plänkler habe. Gut, ihr gehört dazu und ihr gehört dazu. Ihr stellt euch hier hin und das Gefecht geht los. Ihr rückt vor. Ihr rückt auch nach vorne. Die... Ach, wir haben immer drei, ne? Die ab nach da. Und ihr auch ab nach da. Die drei gehen mal mit. Alter. Hat er schon alle hier drin? Schiff hat er auch reingebracht. Okay. Die Schiffe bringen wir mal wohl hier hin. Und... Die Schwertkämpfer sind natürlich nicht schlecht, wenn ich die mir anlanden würde. Stopp. So, ihr lauft jetzt schnell dahin. Und ihr lauft jetzt auch mal weiter ein Stückchen nach vorne und werft eure Speere ab. Brandgeschosse werfen die jetzt. Auch wenn ich das manchmal ein bisschen seltsam finde. Ich weiß jetzt nicht, wie man unbedingt brennende Speere werfen kann. Obwohl, geht schon, aber... ich weiß nicht, ob das damals wirklich so üblich war. Bei mir sind darüber keine Informationen bekannt. So, ihr habt ein paar Speerkämpfer.
Die Männer wanken. Gut, alles klar. Ab der General dahin. Ihr rückt schon mal langsam nach vorne. Und hier wird schon der erste, oder hier ist schon das erste Scharmützel. Die Schiffe fahren in Position. Und hier können wir ja schon mal versuchen, ordentlich in den Nahkampf zu kommen. Genauso wie hier. Okay, die fliehen schon. Das bedeutet, wir können hier mit den Jugendlichen auch weiter vorrücken. Ja, das ist jetzt, glaube ich, irgendwie... Ich muss mir auf jeden Fall einen neuen Computer kaufen, merke ich jetzt schon. Aber das muss ich mir mal später angucken, wegen den Grafikeinstellungen, obwohl das ja vorher halt nicht geleckt hatte, bevor dem Update. Eventuell wird er jetzt ein bisschen mehr gefordert. Ihr könnt auch ein Stückchen weiter nach vorne. Brennende Geschosse. Ihr habt Speerträger, Schwertmeister. Gut, du bist fast am Arsch. Und ihr beide seid die einzigsten, die noch annähernd kämpfen könnten. Aber euch will ich jetzt auch noch nicht in den Tod schicken. Ihr rennt jetzt mal nach unten. Dann machen wir mal ein bisschen German-Style. Und metze mal ordentlich was nieder. In einem riesigen Blob. Gut, jetzt können wir auch landen. Nee, du gehst dahin landen. Und du, ach komm doch, du gehst auch landen. Die Männer wanken, dann machen wir mal Raserei an. Und jetzt sollten die eigentlich mal ordentlich Schaden verteilen. Geht doch, Angriff. Ja, warum auch nicht? Was haben wir hier? Kriegsschrei. Neuer Aufschwung. Tötet sie! Die Schwertmeister sollten da eigentlich lockerflockig durchgehen, durch die Linien. Da sollte eigentlich nicht viel passieren können. Hier metzen wir jetzt auch gut was nieder. Wir können den General jetzt auch mal einsetzen. Um eventuell was zu leisten. Und rasender Angriff. Unser General wird angegriffen. Die haben auch ein paar Schwertmeister. Das sollten die Generäle sein. Und so. Jetzt lasst die Leute niedermetzeln. Fortsetzen. Die letzten paar Einheiten, die wir bekommen können. Die versuchen sich zurückzuziehen. Was? Unser Feind hat
Wenn sie erst so. Ja, ist doch klar. Sind wir doch, wir sind ja hier. Und wir sollten, glaube ich, jetzt aufhören, mit dem Bogenboot die Einheiten von uns auch selber zu beschießen. Das ist auch ein bisschen dämlich. Irgendwie, die wollen sich zurückziehen, laufen total geduckt und machen Kriegsschreie dabei. Und laufen. Gut gemacht, Männer, und hauen ab. Ey, die haben ja voll den Schaden. Gut, haben wir hier alles niedergemetzelt? Ja. Bedeutet, wir können jetzt das Gefecht beenden. Entscheidender Sieg. Diesmal aber werden wir die Gefangenen nicht hinrichten, sondern wir werden diese freilassen, um eventuelle, weil ich habe es gemerkt, beziehungsweise habe mir noch ein paar Sachen angeguckt. Es hat ja, glaube ich, keine Nachteile, den Gegner, die Leute freizulassen, und wenn wir den eh vernichten, ist das eh nicht so schlimm. Es hat eher nur Vorteile, halt die Leute, die ihn mochten, mögen uns dann auch mehr. Weil wir dann halt ehrenhafter sind und schlag mich tot. Schön, das steht jetzt endlich jetzt auch mal hier vernünftig dargestellt. Das hat sich jetzt auch schon ein bisschen hier geändert. Instabilität der Provinz ist ein bisschen weniger, aber allgemeine Unzufriedenheit ist dann viel höher, ne? Ausrauben. Ihr erobert die Siedlung nicht. Steht aber Geld und beschädigt ihre Gebäude, alle Gefangenen getötet. Die Fraktion, der die Siedlung gehört, wird euch weniger freundlich gesinnt sein und die öffentliche Ordnung ist reduziert. Okay. Na ja gut, wir wollen sie ja erstmal friedlich besetzen, da wir diese Siedlung ja auch behalten möchten. Und wir haben anscheinend keine Gefangenen gemacht. Na dann. So, Armeetraditionen können wir verändern. Rekrutierungskosten, Nahkampf, Waffenschaden, Angriffsschaden für alle Einheiten und Moral. Würde ich behaupten, das hier. Was ich jetzt aber schade finde, das muss ich jetzt leider zu Rom 2 sagen. Also wie ich es damals mitbekommen hatte, war das ja irgendwie die Tradition automatisch gemeint, dass wenn die Leute in Gallien viel kämpfen, andere Traditionen bekommen als die in Ägypten, die da pümmeln oder irgendwie sowas. Ne? Ist ja irgendwie auch nicht, wie es mir aufgefallen ist. Entweder kriegen die Tradition oder die kriegen keine. Finde ich schade. So. Anheuerung von Söldnern, Belagerungszeit. Oh, Unterhaltskosten der Armee. Mhm. Was kann ich hier bekommen? Nahkampfabwehr für alle Einheiten. Nö, da nehme ich doch schon die Unterhaltskosten. Das macht für mich mehr Sinn. Und ihr heilt euch. Das ist nicht das. Das ist sogar sehr gut. Du kannst eigentlich auch da bleiben. So. Oh, jetzt kriegen wir wieder 1900 Gold. Sehr schön. Wir könnten theoretisch hier auch einen Provinzerlass machen, oder vertue ich mich jetzt? Ach, wir haben zwei. Ah, man kann nur zwei Provinzerlasse machen. Das ist jetzt auch interessant. Das muss man auch mal wissen. Gut, warte. Habe ich hier einen Provinzerlass? Den machen wir dann weg. Öffentliche Ordnung. Wie viel haben wir plus? 4. Woher rentiert die sich? Ereignisse. Gebäude. Oh, gut. Dann kann ich eigentlich auch hier mehr Nahrung produzieren. Besonders durch das neue Gebäude da. Wir verdienen zwar 40 Nahrung, aber man kann ja mehr machen. Hier ist eine Dreierprovinz. Und das hier war eine Viererprovinz. Und hier wollen wir jetzt einen Erlass machen.
Wachstum reduziert die genau. Auf jeden Fall öffentliche Ordnung. Die müssen wir nach oben bringen. Die müssen wir nach oben bringen. So, was haben wir denn noch? Die Truppen hier, die können wir mal. Die könnten wir mal, genau. Wir können auch direkt von der anderen Seite landen. Und mein Handy vibriert gerade, wie ihr es wahrscheinlich gehört habt. Das war's also für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr freut euch aufs nächste Mal genauso wie ich. Ich mache jetzt aber noch ein, zwei Bewegungen, bevor ich das jetzt, bevor ich jetzt hier alles abbreche. Wenn diese Runde, da so viel Zeit muss sein, auf jeden Fall. Dann gucken wir mal weiter durch. Nein, ach, die mögen mich immer noch alle nicht. Ich glaube, vergangener Krieg mit Goten, ja, die haben ja ausgelöscht. Ich glaube, hier kann sowieso nicht mehr so viel. Ja, kriegst du Ordnung. Obwohl wir gute Sachen hätten. Will keiner mit uns handeln. Ich verstehe es nicht. Wir können ja mal einen Nicht-Angriffspakt versuchen, mit den Ikenern zu schließen. Die ohne Weisheit spricht, ist nicht willkommen. Und seid wie die Spitze eine Speer. Das wollen sie noch nicht mal. Vielleicht die da oben. Vielleicht kriegen wir die ja auf unsere Seite. Ich hoffe, ihr kommt. Wollen die auch nicht die? Eine flatternde Zunge, die ohne Weisheit spricht, ist nicht willkommen. Seid wie die Spitze eine Speer. Kommt auf den Punkt. Haha! Ich glaube, die nehmen mir das übel, dass ich da oben nicht so, ja, wie soll ich sagen, so freundlich geblieben bin und gewartet habe, bis ich angegriffen werde, beziehungsweise nicht mal unbedingt das, sondern dass ich einfach angegriffen habe. Naja. Gut, Leute, ich höre jetzt auf. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.